Hoi, ich würde euch zeigen, man kann Aquarell machen auf normalen Garandasch Wasserfarbmalkasten mit dem, ich habe da dickes Papier genommen, 300 Gramm, die Hinterseite von einer anderen Zeichnung. Zum Ausprobieren könnt ihr es ruhig so machen. Ich habe auch schon einen Film gemacht mit Papier, wo 40 Gramm, 80 Gramm, 160 Gramm und eben das 300-Grammige. Da habe ich zuerst gewässert, dann habe ich den Hintergrund gemacht, dann mit meinem Lieblings Abtupfpapier, nämlich WC-Papier, ein bisschen abtupft und die Sonne rausgetupft und ein bisschen Wellen und Wolken rausgetupft. Jetzt soll ich es föhnen, damit ich schneller vorwärts komme. Und dann mache ich Berge. Ganz zuerst leichte, helle Farbe und dann ein bisschen dunklere. Eigentlich sollte ich da auch föhnen jedes Mal, damit da wirklich ein guter Abstand ist zwischen den dunkleren Bergen, die im Vordergrund sind, und den helleren im Hintergrund. Aber das dann am Schluss alles miteinander, bevor ich kleine Bäume mache dort. Jetzt werde ich immer dunkler. Mache einen Strich. Das Ufer. Eigentlich wäre gut, wenn ich ein bisschen weiss gelassen hätte, aber ich bin zu weit runtergekommen. Und noch ein bisschen gerade machen, noch ein bisschen rum. Voilà. Und ein bisschen abtüpfeln, nochmal föhnen. Und jetzt mache ich kleine Büsche, noch ein bisschen einen weißen Dünkler. Weil, wenn man gegen das Licht schaut, ist das Vordere immer dünkler. Und so ist es beim Aquarell. Auf hell könnt ihr immer noch dünkler machen, auf dunkel, dunkel heller machen wird es schwierig. Dass es das Transparente hat. Darum habe ich zuerst das Blatt eingewässert und bin dann mit Weiss drüber, mit Orange, und wir können noch knalligere Abendsonnenfarben machen. Jetzt mache ich ein kleines Büschchen. Kleine Tändchen, nicht zu gross, weil es ist ein anderer Ufer. Ich glaube, die sind eigentlich schon zu gross, wenn man so ein bisschen von der Perspektive her, aber ja. Der Pinsel, den ich da habe, hat ganz lange, dünne Haare. Wenn ihr etwas kaufen könnt, kauft so einen. Aus anderen Pinseln, die dicker sind, könnt ihr nämlich Aquarellpinsel zuschnäffeln. Dass vorne spitzig verlaufen oder sonnige, günstige Fächerpinsel im Aldi kaufen und dann ein bisschen rausschnipseln. Da ziehe ich jetzt noch ein bisschen das Wasser, also die Spiegelung vom Wasser ziehe ich ein bisschen runter. So. Und jetzt wage ich es und nehme den dünnen, das nochmal föhnen. Und nachher nehme ich den dünnen Pinsel und wage rechts, um zwei Bäume, feine Bäumchen zu machen. Nachher mache ich dann mit dem Schwamm am Blätter. Und ich habe eben so einen Pinsel so zugeschnitten, dass vorne ein paar dünne Fäden sind und hinten ein dick, so wie ein Schilfoberteil da oder ein Blatt. Sind. Mit dem kann man so viel malen. Das sieht wirklich gut aus. Ziemlich Schwamm, voilà, schon haben wir Blätter. Seht ihr? So einfach geht das. Das Gleiche, ich mache da dann einen kleinen Hintergrund. Dann nehme ich den Fächerpinsel und ziehe ein bisschen das Gras nach oben. Wenn es noch nass ist, seht ihr? So haben wir kleine Gräschen. Und jetzt? Mal ist Schilf. Auch wieder mit dem feinen, langen Pinsel. Der ist, lohnt sich, wenn ihr so einen kauft. Oder bestellt es beim Gerstecker oder irgendwo. Man könnte es auch online bestellen. Oder könnt ihr euren nächsten Künstler-Maler-Geschäft. Dort haben sie auch original Aquarellfarbe, original, weiß nicht was, Schnickschnack. Und vor allem, was wirklich gut geht, ist dürre Papier. Es gibt Papier von 160 Gramm bis 300. 300 ist das Beste, 160 ist aber auch gut. Viel Erfolg wünsche ich euch auf jeden Fall. Tschüss!